wir haben genug Chancen gehabt, sind auch zwei, dreimal alleine aufs Tor gelaufen. So ist es halt im Fußball manchmal. Manchmal macht man die Dinge rein, manchmal nicht. Und heute war es so ein Tag, wo wir die nicht reingemacht haben. Und deswegen haben wir am Ende, ich sag trotzdem unglücklich, das Tor kassiert und eigentlich zwei Punkte verschenkt. In der ersten Halbzeit haben wir es ganz gut gemacht, haben wenig Torchancen zugelassen. Zweite Halbzeit hatte Kelzebach die besseren Konterchancen. Wir waren aber immer präsent und waren immer auch giftig und waren auch willig, den Ausgleich noch zu machen. Dass es natürlich so kurz vor Schluss oder mit dem Schlusspfiff passiert, ist natürlich glücklich, muss man ganz klar sagen. Aber im Endeffekt denke ich, dass wir den Punkt verdient haben. Wir haben auch Ziele. Meine Mannschaft ist hungrig. Wir wollen auch nach vorne gut spielen, Fußball spielen. Das machen wir auch sehr gut. Ich hoffe, dass es auch so weitergeht und wir daraus heute gelernt haben. Wir haben ein ganz klares Ziel. Wir kämpfen um den Klassenerhalt. Das ist unser Ziel und deswegen ist jeder Punkt wichtig.